Ich muss natürlich die Vortragende vorstellen. Es ist die Frau Universitätsprofessor Dr. Helga Gromm-Kolb. Ich glaube, es kennt sie jeder, entweder vom Fernsehen, von der Kronenzeitung oder sonst irgendwo. Sie, glaube ich, ist die bekannteste Klimaforscherin, die wir momentan in Österreich haben. Und wenn ich jetzt ein bisschen aus ihrem Lebenslauf was herausgesucht habe, der wäre so lang, dass wir die kostbare Zeit dann vergeuden würden vom Vortrag. Promoviert 71 an der Universität Wien. Ich glaube, ich habe nachgerechnet, das dürfte 23 Jahre alt gewesen sein. Das ist außergewöhnlich. 1982 Habilitation in Meteorologie an der Universität Wien. 1995 ordentliche Professur an der BOKU. Von 2004 bis 2006 Vorsitzende des Senates der BOKU. Von 2010 bis 2018 Leiterin des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universität für Bodenkultur. Und es kommen nur zu ein paar Preise. 1991 den Konrad-Lorenz-Preis, 2005 Wissenschaftlerin des Jahres, 2013 das große Ehrenzeichen der Republik Österreich und seit 2012 ist sie auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Ich glaube, das ist ein Applaus wert und Frau Professor, ich würde Sie bitten. Danke für die Einladung und für die nette Einleitung. Nur eine Korrektur muss ich machen. Ich bin nicht Mitglied der Akademie der Wissenschaften, sondern nur einiger ihrer Kommissionen. Aber es kränkt mich nicht. Pfadfinder, das ist mir jetzt so beim Zuhören so bewusst geworden, genau das brauchen wir eigentlich. Wir brauchen Menschen, die einen Pfad in die Zukunft finden, der zu einer guten Zukunft führt. Und das ist kein Pfad, den die Wissenschaft einfach errechnen kann, sondern das ist ein Pfad, den wir alle gemeinsam suchen, diskutieren und dann finden müssen und auch gehen müssen. Und ich möchte dazu ein bisschen was heute zeigen, beziehungsweise auch zur Diskussion stellen. Zunächst aber ein Punkt, der mir immer wieder begegnet, dass es heißt, naja gut, Klima wissen wir eh schon, aber wir haben doch jetzt andere Probleme, nicht? Wir haben eine Corona-Krise, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine Ukraine-Krise, wir haben eine Energiekrise. Was soll man denn jetzt uns ums Klima kümmern? Und ich glaube, das ist die vollkommen falsche Herangehensweise, weil in dem Versuch, diese Krisen alle zu bewältigen, werden Entscheidungen getroffen, die ganz langfristige Konsequenzen haben. Und wenn diese Konsequenzen nicht in Richtung Klimaschutz gehen und Biodiversitätsschutz, in Richtung Nachhaltigkeit gehen, dann haben wir es nachher schwerer, als wir es vorher hatten. Und umgekehrt muss man sagen, es ist eine ungeheure Chance, dass wir gerade, wenn wir so viele Entscheidungen treffen und durchaus schwerwiegende Entscheidungen, Entscheidungen, die sozusagen im normalen politischen Alltag überhaupt nicht überlegt würden, was man da tun kann, wenn wir diese Entscheidungen in die falsche Richtung oder in die richtige Richtung tun, dann haben wir einen großen Schritt vorwärts gemacht. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die Energie, die wir brauchen, über Erneuerbare schaffen, dann machen wir einen großen Schritt vorwärts, wahrscheinlich mehr als sonst im normalen Fall passiert wäre. Wenn wir aber jetzt wieder Kohlekraftwerke, Öl, Importe von Gas forcieren, statt die eigenen Erneuerbaren, dann werden wir es nachher noch schwerer haben. Und wenn ich mir anschaue, was so in Österreich passiert ist, unmittelbar nach der Corona-Krise oder am Beginn der Wirtschaftskrise, wie die EU Gelder ausgeschüttet hat, damit wir sozusagen die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, dann kann man da vergleichen, was verschiedene Länder gemacht haben. Da sieht man sozusagen auf der Horizontalen, wie viel Geld im Verhältnis zum Staatshaushalt die einzelnen Länder ausgegeben haben. Und in der Vertikalen sieht man, welcher Teil davon wirklich zukunftsfähig war. Und da ist leider,
die Maus sieht man nicht, da ist leider Österreich, man sieht den Pfeil da unten, im linken unteren Quadranten, das heißt, wir haben insgesamt nicht wahnsinnig viel ausgegeben, das ist an sich kein Schaden, aber von dem, was wir ausgegeben haben, haben wir nur 20% wirklich in Zukunftsfähiges investiert, 80% war entweder neutral oder kontraproduktiv. Und wenn man das vergleicht, also Länder wie Schweden, Schweiz haben nicht viel mehr in Relation ausgegeben, aber 40-50% Zukunftsfähiges, in zukunftsfähige Investitionen. Oder Belgien, Dänemark, Kanada, ja, bis zu 70-75% zukunftsfähige Investitionen. Das heißt, da haben wir schon ein Defizit, da müssten wir schon ein bisschen umdenken, ein bisschen anders agieren. Und ich habe schon angeschnitten bei der Frage raus aus russischem Gas. Da reden wir vor allem darüber, woher kriegen wir die Energie, die wir brauchen, um im Winter zu heizen oder zu beleuchten oder sonst was. In zweiter Linie kommt dann daher, welche Energie nutzen wir eigentlich, sind es erneuerbare oder fossile. Und dann noch weniger häufig hört man die Frage, wie viel können wir eigentlich durch Effizienz einsparen? Wir könnten doch effizienter werden. Was könnten wir da tun? Und ganz selten hört man etwas, was von Suffizienz redet. Also wie viel brauchen wir eigentlich? Wofür brauchen wir es? Verwenden wir Energie nur dort, wo wir sie wirklich brauchen? Oder verschwenden wir sie weiterhin so, wie wir es bisher gemacht haben? Und wenn man sich umgekehrt anschaut, wie viel könnte die jeweilige Lösung beitragen zum Problem, dann ist das genau umgekehrt. Wir könnten mit der Frage, wo können wir Energie einsparen, wofür brauchen sie wirklich, also zum Beispiel, mein Nachbar beleuchtet sein Haus nachts von außen. Ja, ist ein recht nettes Haus, aber eigentlich geht dort kein Mensch spazieren in der Nacht. Das heißt, das könnte man sich sparen, ohne irgendwie einen Qualitätsverlust des Lebens zu haben. Und es gibt viele solche Sachen, wo man sich denkt, das wäre eigentlich möglich und da durchaus auch heiße Eisen, wie ein bisschen weniger schnell fahren, macht keinen wirklichen Unterschied für das, wann man ankommt, aber für das Klima und für die Energie, den Energieverbrauch macht es einen großen Unterschied. Das heißt, diese Frage Suffizienz ist eine, ich komme dann noch einmal darauf zurück, die wir unbedingt stellen müssen, was brauchen wir wirklich? Ja, nach dieser kurzen, sozusagen warnenden Einleitung, wir sind vielleicht im Kopf noch nicht ganz dort, wo wir eigentlich hingehören, komme ich jetzt zum Klimawandel selber. Und was man hier sieht, ist sozusagen ja, eine Zusammenfassung des Klimawandels. Worum geht es beim Klimawandel? Jetzt werde ich mal schauen, ob ich mit diesem Kabel auf der anderen Seite herum kann. Dann kann ich mich freier bewegen. So, danke. Es geht darum, dass wir Treibhausgase emittieren, wenn wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, auch Biomasse. Diese Emissionen kommen in die Luft, in die Atmosphäre und dort sammeln sie sich an. Nicht alle, aber ein Großteil bleibt in der Atmosphäre und zwar ziemlich lang. Und das führt dazu, dass die Konzentrationen ständig steigen. Und diese steigenden Konzentrationen bewirken, dass das Gleichgewicht, das wir einigermaßen hatten zwischen dem, was an Energie von der Sonne zur Erde kommt und was von der Erde wieder abgestrahlt wird, dass dieses Gleichgewicht gestört ist. Und wie bei einer Badewanne, wenn sozusagen mehr hereinkommt, als unten ausrinnen kann, dann steigt der Wasserspiegel. Und genauso ist das hier, also wenn wir mehr in die Atmosphäre hineintun, als wieder herauskommt, dann steigt die Konzentration. Und bei der Strahlung ist es auch so, wenn wir weiterhin gleich viel von der Sonne an Strahlung bekommen, aber weniger beim Abfluss hinaus, also sprich weniger ins Weltall zurückgestrahlt werden kann, dann steigt die Temperatur. Und diese Temperatur, der Temperaturanstieg, der wird eben als globale Erwärmung oder globale Erhitzung bezeichnet. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt für weitere Aspekte des Klimawandels, weil mit der Temperatur ändert sich alles andere auch. Da ändert sich, wie feucht es ist, da ändert sich, wie oft und wo und wann es regnet, wie in welcher Art es regnet, ob es schneit oder Regen ist. Da ändern sich die Windverhältnisse, woher weht der Wind, wie häufig, wie heftig. Also alles das ändert sich und das Ganze nennen wir Klimawandel. Also die globale Erwärmung ist ein Teil des Klimawandels. Und der Klimawandel hat dann Auswirkungen und das kann, also hier ist es dargestellt mit dem Eis, das Eis schmilzt, Polareis zum Beispiel, aber auch Gletschereis schmilzt, aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Hier zum Beispiel Wintertourismus, wenn wir nicht mehr genug Schnee haben, weil es zu warm ist, dann kommen halt Schneekanonen zum Einsatz. Ja, das kostet,
nicht zuletzt auch wieder Energie, was wieder das Ganze anheizt. Natürlich sind die Auswirkungen auch Auswirkungen auf den Menschen, aber der Mensch ist eben nicht nur ein Opfer des Klimawandels, also wir leiden nicht nur unter dem Klimawandel, sondern wir sind auch die Ursache für den Klimawandel. Und zwar in zweifacher Weise, einerseits, weil wir immer mehr Menschen werden und wenn jeder von uns auch nicht zusätzlich immer mehr Sachen haben wollte, wenn es mehr Menschen gibt, wird mehr produziert und das, was produziert wird, ist derzeit ganz stark durch die fossilen Energien angetrieben. Das heißt, mehr Menschen verursachen mehr Klimawandel. Aber umgekehrt ist es auch so, dass die Menschen immer mehr, der Einzelne immer mehr will, Gott sei Dank nicht jeder Einzelne, aber leider sehr viele. In manchen Ländern, in den Entwicklungsländern, im globalen Süden ist das gerechtfertigt. Aber in anderen, wie bei uns, muss man sich schon fragen, ob wir uns das noch leisten können. Wenn wir vergleichen, wie viele Dinge haben wir im Vergleich zu unseren Großeltern, dann sieht man schon, dass wir hier einfach sehr viel Zusätzliches produziert haben und verwenden oder eben zum Großteil auch nicht verwenden und das heizt den Klimawandel an. Ich habe das außerhalb dieses roten Rechtecks gezeichnet, weil die Wissenschaft sehr lange sich nur mit der Technologie und dem Klimawandel beschäftigt hat und sich ganz wenig damit beschäftigt hat, warum ist eigentlich, warum wird was produziert, sondern nur wie wird es produziert. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Lösungen auch nur in der Technologie gesucht wurden. Das heißt, wir haben einen ungeheuren Überhang an Glauben daran, dass wir das Problem technologisch lösen werden. Wir werden es aber nicht technologisch lösen, denn wir müssen auch hier ansetzen. Also wenn wir nicht ansetzen bei der Zahl der Menschen einerseits, darüber werde ich heute wenig sprechen, weil das eigentlich nicht das Problem ist, das Österreich und die Industrienationen trifft. Das ist ein Problem, das vor allem im globalen Süden relevant ist. Für uns ist der Lebensstil relevant. Weil bei uns geht es in erster Linie darum, dass wir immer mehr Produkte haben wollen. Ja, wenn man das ein bisschen im Detail sich anschaut, dann sieht man hier die Zunahme des Energieverbrauches und man sieht sehr schön, hier hat sich das ganz langsam verändert und dann etwa 1950, das ist so Ende des Zweiten Weltkriegs, fängt das an zu explodieren und das geht im Wesentlichen auf Gas, Öl und Kohle zurück. Das heißt, es sind die fossilen Brennstoffe, die den ganzen Wiederaufbau, den ganzen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg angetrieben haben. Und während man damals das nicht so klar gesehen hat, dass das zu einem Klimaproblem führt, muss man sagen, also spätestens ab hier haben wir das gewusst. Aber es wird heute nicht wirklich zur Kenntnis genommen und es werden keine Konsequenzen daraus gezogen. Die Prognose hier sozusagen oder dieses Szenarium, wie geht es weiter, da sieht man auch, dass wir eigentlich immer in der Richtung denken, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Zwar mit günstigeren, also weniger klimafeindlichen Quellen, aber nichtsdestotrotz, wir sollten eigentlich auch einmal überlegen, ist es wirklich die Entwicklung, die wir brauchen, dass wir von allem immer mehr brauchen. Wir kommen dann noch einmal darauf zurück. Wenn man sich jetzt die Konzentrationen anschaut in der Atmosphäre, dann ist da oben die rote Linie, ist sozusagen das CO2 und man sieht, das geht auf und ab und auf und ab, also die Konzentrationen steigen und fallen. Und sie haben sich aber immer über die letzten 600.000 Jahre, haben sie sich immer zwischen 180 und 280 Parts per Million bewegt. Das ist ein Konzentrationsmaß und jetzt sind wir bei über 400. Das heißt, wir sind deutlich über dem, was in den letzten 600.000 Jahren war. Das sollte uns schon auch zu denken geben, auch wenn die absolute Zahl nicht wahnsinnig hoch ist, weil das sind immer noch nur Teile pro Million, also 400 Teile pro Million ist nicht wahnsinnig viel, aber es genügt eben, um den Klimawandel anzutreiben. Es geht nicht nur um CO2, es geht auch um Methan und um Lachgas und ein paar andere Gase, aber das CO2 ist sozusagen das Dominante dabei. Und wenn wir uns anschauen, was das dann für die Temperatur bedeutet, dann ist das in einer kleinen Animation hier zu sehen. Man sieht hier die Jahreszahl, das ist 1884 und das läuft jetzt Jahr für Jahr durch und überall, wo es blau ist, ist es kälter als im langjährigen Schnitt und wo es gelb oder rot wird, ist es wärmer als im langjährigen Schnitt. Und wenn wir uns das anschauen und die Jahre durchlaufen lassen, dann sehen wir, dass das ganz unruhig ist. Dann ist es einmal irgendwo kälter und dann wird es an derselben Stelle auch wieder wärmer, dann wieder kälter. Dann gibt es Phasen, die sind insgesamt ein bisschen wärmer,
andere, die sind insgesamt ein bisschen kälter. Also sehr unruhig. Aber seit den 70er Jahren ist eine ganz klare Entwicklung hin zu immer wärmer, immer wärmer, immer wärmer. Diese Animation hört 2011 auf. Wenn man es weiterlaufen ließe, dann wird das immer röter werden. Das heißt, der Temperaturanstieg geht ungebrochen weiter. Und das sehen wir in dieser Grafik, wo wir sozusagen diese starken Schwankungen von Jahr zu Jahr sehen. Also das ist die blaue Linie, das sind die Jahresmittelwerte jetzt über den ganzen Globus gemittelt. Diese Jahresmittelwerte schwanken sehr stark von Jahr zu Jahr, aber wir sehen eben sehr deutlich seit den 70er Jahren diesen mehr oder weniger linearen Anstieg, also ständig steigende Temperaturen. Und die letzten Jahre sind besonders warm gewesen, wobei wir bei den ersten drei von diesen 6 oder 7 Jahren können wir relativ gut erklären, warum sie so warm war, bei den letzten nicht. Das könnte sozusagen der Anfang dessen sein, dass die Kurve noch steiler wird, als sie bisher war. Insgesamt ein Temperaturanstieg gegenüber sogenannten vorindustriellem Niveau von 1,2 Grad Celsius im globalen Mittel. In Österreich wirkt sich das stärker aus. Wir haben in Österreich, das ist die rote Kurve, das blaue ist diese globale Kurve, jetzt nur in einem anderen Maßstab gezeichnet. Man sieht, in Österreich sind die Schwankungen noch größer. Das ist immer so, wenn man ein kleineres Gebiet anschaut, sind die Schwankungen größer. Und wir haben aber auch einen Temperaturanstieg, der inzwischen schon bei ungefähr 2,4 Grad ist, also fast doppelt so viel wie im globalen Mittel. Und das ist kein Zufall, sondern das hängt damit zusammen, dass wir ein Binnenland sind. Der Ozean dämpft nämlich das Ganze, der bremst das Ganze. Und Länder, die an der Küste liegen oder Inselländer, die haben einen geringeren Temperaturanstieg als Binnenländer. Und wenn die Binnenländer dann auch noch alpin sind, so wie Österreich, dann ist die Verstärkung noch einmal größer. Das heißt, es ist kein Zufall, dass es in Österreich schlimmer ist. Es hängt auch nicht damit zusammen, ob wir mehr oder weniger emittieren. Das ist ein globales Phänomen. Aber es ist deswegen, weil wir eben nicht ein Küstengebiet sind und weil wir ein Gebirgsland sind, deswegen steigt die Temperatur bei uns rascher. Und das wird auch noch so weitergehen. Zumindest solange wir überhaupt noch Schnee und Gletscher in Österreich haben. Danach wird sich dieser Unterschied vielleicht ein bisschen reduzieren. Es geht aber nicht nur um diese mittleren Veränderungen, sondern es geht auch um Extremereignisse. Und das ist jetzt ganz vor kurzem zusammengestellt. Das waren die Dürreereignisse dieses Spätsommers oder Sommers. Wir haben rechts Europa in der Woche vom 20. bis 30. Juli und man sieht, es ist nicht nur Österreich betroffen, sondern es ist praktisch ganz Europa, wo einfach zu wenig Regen war und die Pflanzen gelitten haben unter Wassermangel. Aber nicht nur Europa, links ist die USA, auch da sehen wir praktisch der ganze Westen der USA leidet unter massivem Niederschlagsmangel. Und es ist eben auch nicht nur Europa und USA, es ist auch Ostafrika, wo es schon in Richtung auf Hungersnot geht. Es ist China und es sind andere Bereiche. Und letzten Endes sind es ja natürlich nicht nur Dürren. Sie werden wahrscheinlich vom Fernsehen die Bilder im Kopf haben von den Überschwemmungen in Pakistan. Wir haben Stürme, Starkregen, wir haben Hagel, Waldbrände, Spätfröste. Extremereignisse, die einfach immer häufiger werden. Wir können bei einem einzelnen Extremereignis nicht a priori sagen, das hätte es nicht gegeben, wenn es keinen Klimawandel gegeben hätte. Aber wir haben in der Wissenschaft in den letzten paar Jahren Methoden entwickelt, wie wir schon sagen können, wenn die Temperatur nicht 1,2 Grad wärmer wäre, die globale, als sie tatsächlich ist, dann wäre dieselbe Wetterlage hätte wesentlich weniger, dann kann man sagen, wie viel Prozent weniger Schaden angerichtet oder auch wie viel weniger wahrscheinlich wäre sie gewesen. Das heißt, wir können durchaus schon beziffern, was ist der Beitrag des Klimawandels. Und das ist für Rechtsfragen nicht uninteressant und für viele Menschen, die sozusagen immer wieder das Gefühl haben, das hat es schon immer gegeben, vielleicht auch eine Hilfe zu sehen, dass es eben nicht so ist, dass das völlig unabhängig vom Klimawandel ist. Man kann sich auch anschauen, was das kostet, weil das kostet natürlich auch und das ist jetzt für den europäischen Raum und da sieht man, die Schäden sind also ja, ganz wesentlich Hochwasser und Stürme.
Die versicherten Schäden gehen vor allem auf die Stürme zurück. Da sind sehr viele kleine Schäden, also viele so Dachziegel, die runterfahren, Fensterscheiben, die gebrochen sind. Das ist mit ein Grund, warum bei den Versicherungen sozusagen der Grenzwert, ab dem die Versicherung noch was zahlt, also bis zu dem sie nichts zahlt, dass der immer höher steigt, weil die zahlreichen verhältnismäßig kleinen Schäden einfach in der Abwicklung auch sehr teuer sind. Und wenn man die Todesfälle anschaut, dann ist die Hitze das Dominante. Sie werden vielleicht wissen, dass wir in Österreich im Schnitt im Jahr mehr Hitzetote haben als Verkehrstote. Von den Verkehrstoten redet jeder, wird überall berichtet in den Medien, und die Hitzetoten, die sterben leise und unbemerkt in zu Hause, in Heimen, in Spitälern, weil sie letzten Endes meistens dehydriert sind oder einfach ein Organversagen vorliegt, weil man der Körper mit dieser Hitze nicht mehr umgehen kann. Wie schaut die Zukunft aus? Wenn man das jetzt rein von der Klimabetrachtung her anschaut und wozu haben sich die Staaten verpflichtet, dann sieht man, also das Graue ist, wenn wir so weiter tun wie bisher, dann werden wir Ende des Jahrhunderts einen Temperaturanstieg von 4,1 bis 4,8 Grad haben. Wenn wir alles das, was die Staaten versprochen haben, wenn das alles umgesetzt wird, dann sind wir da in diesem roten Bereich zwischen 2,6 und 3,7 Grad, und wo wir eigentlich hin müssen, sind die 1,5 Grad. Das heißt, obwohl die Zusagen der Staaten schon eine wesentliche Verbesserung darstellen, weil immerhin von diesem grauen Bereich zum roten Bereich ist schon ein guter Fortschritt, aber wir sind eben noch weit davon entfernt, wo wir eigentlich hin müssen. Und es ist leider nicht egal, wie nahe wir an dieses Ziel kommen. Damit Sie sich da ein bisschen mehr vorstellen können, eine Grafik, die sozusagen für verschiedene Altersstufen zeigt, mit welchen Temperaturänderungen müssen Sie jedenfalls rechnen, wenn wir sozusagen uns in diesem roten Szenario bewegen. Und ja, ich bin da oben, 70 bis 79, 1,5 Grad, das ist also noch wahrscheinlich erträglich, und die Konsequenzen sind wahrscheinlich noch irgendwo im Rahmen dessen, was man beherrschen kann. Aber wenn man sich die jungen Leute anschaut, die auf der Straße stehen und protestieren, dann haben sie allen Grund zu protestieren, weil sie weit innerhalb von 2,5 Grad sind, wahrscheinlich deutlich über 2,5 Grad an Erwärmung. Und das ist etwas, was nicht mehr ohne weiteres verkraftbar ist. Ich komme dann nachher noch einmal darauf zurück, beziehungsweise kann man auch gleich hier schauen. Sie sehen also, dass sozusagen für drei verschiedene Szenarien, in welchem Teil der Welt wird es wie warm. Und alles, was hier gelb, aber insbesondere was, alles, was bunt ist, sind mindestens 50 Tage pro Jahr, in denen der tödliche Temperaturwert überschritten wird. Das heißt nicht, dass dort automatisch alle Menschen sterben, aber das heißt, dass sie wirkliche Vorkehrungen treffen müssen, damit sie in der Hitze nicht umkommen. Und wenn Sie sich die Flächen anschauen, das ist sozusagen das gemäßigste Szenarium, dann sind das immerhin noch ziemlich große Flächen, wo wir 50 bis 100 Tage haben, wo die Temperatur nicht mehr erträglich ist. Aber wenn wir das Extremszenarium anschauen, dann sind wir hier überall bei 200, 250, 300 Tagen, das heißt fast das ganze Jahr über wird man dort nicht wohnen können. Das heißt, das sind, ja, das kann man sagen, klimatisierte Räume, aber wenn Sie sich die Gegenden der Welt anschauen, dann sind das nicht gerade die Gegenden, wo die klimatisierten Räume reichlich zur Verfügung stehen für jeden, der einen braucht. Das heißt, das sind wirklich dramatische Veränderungen, die hier anstehen. Und vielleicht noch ein Aspekt, der das noch einmal betont, in welche Richtung die ganze Entwicklung geht. Noch einmal, es ist keine zwangsläufige Entwicklung, aber wenn wir nichts tun, dann geht es in diese Richtung. Und da möchte ich über den Anstieg des Meeresspiegels reden. Wir sehen hier aus der Vergangenheit, in der letzten Eiszeit war der Meeresspiegel deutlich niedriger, als er jetzt ist, also irgendwo 120 Meter niedriger. Und die Temperatur war auch deutlich niedriger, um 5 bis 7 Grad kälter als derzeit.
Und je wärmer es geworden ist oder je wärmer es war, das ist jetzt kein zeitlicher Ablauf, desto höher ist der Meeresspiegel gestiegen, weil das Eis geschmolzen ist, weil sich das Wasser ausgedehnt hat. Und Sie sehen, der Zusammenhang ist ziemlich eindeutig und daher können wir ihn auch verwenden, um uns anzuschauen, was bedeutet es, wenn es um 2 Grad wärmer wird. Nicht? Und wenn man da hinaufgeht bis zu der Linie und dann rüberschaut, was heißt das für den Meeresspiegelanstieg, dann sind wir irgendwo bei 40 Metern. Das heißt, wenn wir 2 Grad Erwärmung einhalten, also die obere Grenze des Pariser Klimaabkommens, dann wird langfristig, nicht bis Ende des Jahrhunderts, da geht es um 1000 Jahre, dann wird langfristig wird der Meeresspiegel dann um ungefähr 40 Meter steigen. Das ist sozusagen eine vorsichtige Schätzung, es könnte auch deutlich mehr sein. Aber was ich vor allem damit zeigen will, ist, was wir jetzt tun, hat Auswirkungen über die nächsten 1000 Jahre. Oder mehrere tausend Jahre. Das heißt, das ist nicht so, dass wir halt jetzt für uns selbst irgendetwas verderben oder möglich machen, sondern wir verändern die Welt in einer Weise, die sich wirklich sehr, sehr lang halten wird. Und wenn man das beim Nildelta sich zum Beispiel anschaut, dann wäre so ein Meeresspiegelanstieg von 90 Zentimetern, also da sind wir bei dem, was im Laufe dieses Jahrhunderts noch passieren wird, aller Voraussicht nach, wenn wir nichts tun, dann würde sozusagen die Küste bei der schwarzen Linie liegen. Und das ist eine Nachtaufnahme, da sieht man, wie dicht besiedelt dieses Gebiet ist. Und alle Menschen, die oberhalb, nördlich von der schwarzen Linie liegen, die müssen woanders hin, weil unter Wasser kann der Mensch nicht leben. Das heißt, alle diese Menschen müssen irgendwo anders hin und das ist eine Form zu reagieren auf den Klimawandel, eine Art der Anpassung, indem man migriert, woanders hingeht. Jetzt kann man sagen, da gibt es ja viele leere Flecken, Ägypten ist ja nicht so dicht besiedelt. Das Problem ist halt, dass dort Wüste ist und man dort auch nicht leben kann. Das heißt, diese Menschen müssen irgendwo anders hin und in unserer Welt, wo sozusagen jeder Fleck schon besetzt ist, der einigermaßen günstig ist, ist es gar nicht verwunderlich, dass das zu Problemen führen wird. Wenn wir uns das für Europa anschauen, dann ist das jetzt sozusagen das Extrem, die 40 Meter, wenn wir das so historisch betrachten. Und dann sieht man, da sind auch große Gebiete Europas sind dann unter Wasser. Allerdings, wie gesagt, das ist etwas, was in 1000 Jahren oder 2000 Jahren passiert. Also nicht etwas, was uns jetzt unmittelbar betrifft, obwohl natürlich das allmählich steigt. Aber unserer Verantwortung sollten wir uns bewusst sein, dass wir das wirklich für zukünftige Generationen stark mitbestimmen jetzt. Wenn man jetzt noch ganz extrem wird, dann geht es um die Frage, gibt es Punkte, wo man sagt, wenn wir die überschreiten, dann schaffen wir es nicht mehr, dann können wir nicht mehr stoppen. Und man sieht hier so ein paar solche Punkte, das ist eine Publikation von der letzten Woche oder vorletzten Woche, da sieht man so ein paar Stellen, wo man sagt, das ist entweder Eis oder es ist Wald oder es ist Vegetation. Allgemeiner Art, wo man sagt, wenn wir das zu weit fortschreiten lassen, dann kippt das System. Wir kennen das ja aus Teichen, nicht? Also Teiche können sehr gesund sein und wenn man aber zu viel Nährstoffe hineingibt, dann kippt es plötzlich und da kommen unheimlich viele Algen und das System ist völlig anders. Wir kennen das auch vom Eis, nicht? Wenn ein Teich zugefroren ist und dann wird es wärmer, dann schmilzt das Eis zunächst oberflächlich und wahrscheinlich auch von unten, aber irgendwann einmal bricht es dann auf und dann schmilzt es besonders schnell. Und diese Kipppunkte, wo sozusagen das nicht einfach im selben Rhythmus weitergeht, sondern wo es plötzlich anders wird, das ist das, was hier dargestellt ist. Und das ist das, was wir fürchten, weil die Gefahr ist, dass wenn wir zu viele solche Kipppunkte überschreiten, dass wir dann einfach in einer völlig anderen Welt leben, mit der wir nicht mehr wirklich zurande kommen. Die Entscheidung, vor der wir jetzt stehen, ist also eigentlich die, ob wir das Klima stabilisieren wollen, bei ungefähr plus 1,5 Grad, jedenfalls nicht viel mehr und viel weniger werden wir nicht schaffen. Also ob wir stabilisieren wollen oder ob wir es nicht stabilisieren, weil eine Stabilisierung bei 2, 3 oder 4 Grad ist wahrscheinlich nicht möglich.
Wir können es bei 1,5 Grad noch stabilisieren, aber bei etwas, was drüber ist, da kommen wir in diese selbstverstärkenden Prozesse, da kommen wir über die Kipppunkte hinweg und da können wir wahrscheinlich nicht mehr stabilisieren. Die 1,5 Grad werden in den frühen 2030ern überschritten werden, zunächst einzelne Jahre in diesem Zickzack-Kurve, einzelne Jahre und dann irgendwann ist sozusagen auch der Mittelwert drüber. Und wenn wir das verhindern wollen, weil wir uns wesentlich leichter tun, es zu verhindern, als es nachher wieder rückgängig zu machen, wenn es überhaupt geht, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, die in dieser Dekade wirksam werden, also die in den 2020er Jahren noch wirksam werden. Also nicht irgendeine Fantasie von irgendeiner Technologie, die vielleicht in 20 Jahren bereitsteht, das ist zu spät. Wir brauchen Maßnahmen, die jetzt wirksam werden. Und das macht den Klimawandel besonders, diese Dringlichkeit, weil es einfach auch ein zu spät gibt. Und deswegen ist, wenn man sich so die Agenda aller Krisen anschaut, dann ist der Klimawandel schon was Besonderes und es sollte eigentlich bei der Politik an oberster Stelle stehen, vielleicht gemeinsam mit der Biodiversitätsverlust, weil wir bei der Biodiversität auch befürchten, dass es sozusagen Kipppunkte gibt, wo man dann nachher eine Art, die ausgestorben ist, die können wir nicht wieder herstellen. Und vielleicht geht es gar nicht um diese einzelne Art, aber um den Baustein in dem ganzen Ökosystem, der vielleicht so wichtig ist, dass das Ökosystem sonst einer dramatischen Veränderung unterliegt. Das heißt, die zwei Probleme sind möglicherweise ähnlich dringend und sind eigentlich die ganz oben auf der Agenda stehen müssten. Man kann natürlich aus diesen Überlegungen auch ableiten, welche Energieform kommt überhaupt noch in Frage. Und das ist vollkommen klar, alles, was fossile Energien betrifft, ist out. Auch wenn sie umgewandelt werden, Umwandlung kostet auch wieder Energie. Also fossile Energien sind out. Auch weil das jetzt immer wieder diskutiert wird, dass die Uni Leoben so ein umweltfreundliches Fracking gefunden hat. Aber das, was ich dann heraushole aus der Erde, ist fossiles Erdgas, das heißt fossile Energie. Da kann die Methode, wie ich es gewinne, noch so freundlich sein. Das, was ich dabei gewinne, ist eine fossile Energieform und die dürfen wir einfach nicht mehr verwenden. Bei der Biomasse ist es ein bisschen schwieriger, weil die Biomasse natürlich auch zu Wasserdampf und Kohlendioxid verbrennt. Und wir dürfen eigentlich nicht mehr Biomasse verbrennen, als gleichzeitig nachwächst. Nun weiß jeder, dass ich einen Baum viel schneller verbrennen kann, als er wächst. Das heißt, wir müssen uns einfach sehr zurückhalten mit der Zahl der Bäume, die wir verbrennen, weil sozusagen gleichzeitig viele junge Bäume nachwachsen müssen, um das zu produzieren, den Kohlenstoff zu binden. Und das gilt im Übrigen auch für die kaskadische Nutzung. Es ist natürlich sehr sinnvoll, dass ich das Holz zuerst verwende, zum Beispiel als Bauholz oder als Möbelholz. Ja, auch Zeitungspapier, aber das hat schon eine sehr kurze Lebensdauer, das landet sehr früh in der Verbrennung. Das heißt, da hat der Baum nicht viel Zeit dazwischen wieder zu wachsen. Und wenn wir unsere Möbel anschauen, so typischerweise ungefähr 10 Jahre Lebenszeit haben sie. Das heißt, auch in den 10 Jahren ist der Baum nicht wesentlich gewachsen. Das heißt, Biomasse, ja, ist unheimlich interessant als Energieform, weil sie so gut speicherbar ist und wir werden sie wohl auch brauchen. Aber wir sollen uns nicht einbilden, dass wir Biomasse in Hülle und Fülle haben und nach Belieben mit Biomasse heizen können. Auch Biomasse ist ein eigentlich zu wertvoller Rohstoff, um einfach nur verheizt zu werden. Ja, und natürlich scheidet auch Kernenergie aus, weil innerhalb von 10 Jahren wird bei der Kernenergie sich kaum etwas tun. Das eine oder andere Kraftwerk wird fertig, aber sicher nicht in einer Dimension, dass man sagt, da ist ein wirklicher Beitrag zum Klimaschutz, weil gleichzeitig werden mindestens ebenso viele Kernkraftwerke stillgelegt werden, weil sie das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Und da soll man sich auch von den kleinen Modularreaktoren, den SMRs, nicht täuschen lassen. Das sind derzeit noch nicht einmal Prototypen. Das heißt, in den nächsten 10 Jahren ist von dort nichts zu erwarten. Und da rede ich noch gar nicht drüber, was wir sonst noch alles für Probleme mit der Kernenergie haben, sondern rein nur von der Klimadiskussion kommt sie schnell genug. Und sie kommt eindeutig nicht schnell genug.
Ja, und dann gibt es natürlich eben auch noch das Problem der Biodiversität, die zu bewahren. Und damit heißt es auch, dass die Wasserkraft nur begrenzt nutzbar ist und die Biomasse natürlich noch aus einem anderen Blickwinkel begrenzt nutzbar ist. Also wir brauchen auch eine nachhaltige Landwirtschaft, damit die Biodiversität nicht verloren geht. Also große, wie das vor allem in Deutschland sehr stark betrieben wurde, riesige Maisfelder sind eine kontraproduktive Methode, Energie zu produzieren, auch weil sie eben die Biodiversität sehr in Frage stellen. Ja, was bleibt dann? Also nicht das eine, nicht das andere, nicht das dritte. Wie kommen wir dann überhaupt zur Energie? Und da möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen, dass wir einfach großes Potenzial haben im Bereich der Einsparung und der Effizienzsteigerung. Und Sie sehen bei diesen Säulen, die sind also für verschiedene Bereiche, Bauen und Wohnung, Ernährung, privater Verkehr und so weiter, alles, was weiß ist von diesen Säulen oder was schraffiert ist, schwarz schraffiert ist, das geht auf Lebensstil, sprich Suffizienz und auf Effizienz zurück. Das heißt, das könnten wir alles relativ locker einsparen. Das heißt, man sieht, in fast allen Bereichen können wir mehr als die Hälfte einsparen und dann kommen noch die erneuerbaren Energien dazu. Das heißt, wenn wir nicht zuerst darüber nachdenken, wo kriege ich die Energie her, sondern zuerst, wofür brauche ich sie wirklich und wo kann ich sie einsparen, dann brauchen wir plötzlich viel weniger Energie. Und diese Energie können wir durchaus innerhalb Österreichs erzeugen. Nicht von heute auf morgen, wahrscheinlich nicht bis zu diesem Winter, weil wir eben auch versäumt haben, in den vergangenen 30 Jahren systematisch umzusteigen, weil wir es auch versäumt haben, junge Menschen auszubilden in diesen Berufen, weil wir es versäumt haben, eigene Produktionsstätten einzurichten und uns eher abhängig gemacht haben von Importen, von wo immer. Aber es kann relativ schnell gehen. Wir können hier relativ schnell einsteigen, wenn wir uns darauf konzentrieren und nicht auf teure Importe von woanders. Und diese Suffizienzfrage möchte ich Ihnen mit zwei Bildern näher bringen. Also die Genügsamkeitsfrage, im Übrigen etwas, was in jeder Religion eine Rolle spielt. Also ich kenne keine Religion, die nicht auch Genügsamkeit als einer ihrer Werte sieht. Dieses Bild zeigt eine Familie im Tschad, die vor sich ausgebreitet hat, was sie so im Laufe einer Woche isst. Und das ist auf Ersuchen eines Journalisten gewesen, der ein Buch dazu geschrieben hat und vor allem fotografiert hat. Und da sieht man, diese Familie im Tschad hat also Getreide, Hülsenfrüchte, ein bisschen Obst und Gemüse, sehr viele Wasserkanister, eine extrem trockene Gegend. Und wenn man das vergleicht mit dem, was eine Familie in Deutschland vor sich ausbreitet, und das ist in Österreich wahrscheinlich nicht viel anders, dann schaut das hier so aus. Und da muss man sich schon fragen, die Menschen im Tschad sind nicht so anders wie wir. Das heißt, die haben im Grunde genommen dieselbe Physiologie, dieselben Bedürfnisse an Nahrung. Ja, und jetzt könnte man sagen, naja, sollen wir müssen halt schauen, dass es denen so gut geht, dass sie sich auch so ernähren können. Das Problem ist, das gibt unser Planet nicht her. Das geht sich nicht aus. Wir können nicht 7, bald 8 Milliarden Menschen so ernähren, wie wir uns ernähren. Das heißt, wenn wir irgendeine Art von Gerechtigkeit anstreben, dann müssen wir reduzieren. Und ich glaube nicht, dass da ein unheimlicher Verlust an Lebensqualität damit einhergeht, sondern es ist nur eine Gewohnheitsumstellung. Ja, was müssen wir insgesamt tun? Wir müssen klimamäßig gesehen das Unbeherrschbare vermeiden, das heißt, diese Kipppunkte müssen wir vermeiden und umgekehrt das Unvermeidbare beherrschen, das heißt, die Veränderungen, die wir nicht mehr sozusagen verhindern können, dass wir mit denen umgehen. Und das lässt sich übersetzen in Minderung, also weniger Treibhausgase in die Atmosphäre und Anpassen an die Temperaturänderungen. Und da kommt dann noch eine dritte Möglichkeit dazu, das sogenannte Geoengineering. Ich mache kein Hehl draus, dass ich das nicht für einen
einen Teil der Lösung, der guten Lösung halte. Nichtsdestotrotz wird auf dem Sektor ziemlich viel geforscht und zunehmend mehr wird er betont, sozusagen je schwieriger es wird, durch Vermeidung denn die 1,5 Grad noch einzuhalten, desto mehr glauben die Leute, da kann ich jetzt mit irgendeiner Technologie was lösen. Und da gibt es im Grunde genommen 2 Strategien, im Einzelnen will ich nicht darauf eingehen. Entweder man beeinflusst die Strahlung von der Sonne, versucht die zu reduzieren, oder man versucht, das CO2 aus der Atmosphäre wieder herauszuholen. Beides ist theoretisch denkbar, praktisch nicht, bis jetzt nicht irgendwie in einem relevanten Maßstab durchgeführt. Und beides hat massive Nachteile, insbesondere wenn man dann aufhört, weil es dann kann sprunghaft zum Klimawandel kommen, der jetzt nur allmählich vor sich geht. Anpassung ist natürlich etwas, was wir alle tun müssen, und sehr häufig wird die Anpassung dem Einzelnen überlassen, während die Minderung eher ein staatliches Programm ist. Nicht ganz so. Österreich hat eine Anpassungsstrategie, und das betrifft natürlich die Hitze, das betrifft Trockenheit und starke Niederschläge und sowohl Wassermangel als auch Hochwasser, und es betrifft natürlich auch Stürme und Wind. Was versteht man darunter? Naja, bei der Hitze zum Beispiel Verschattungen, wie kann man erreichen, dass die Sonne nicht ins Zimmer hineinscheint im Sommer, oder wie kann man das kühlen, das Gebäude zum Beispiel durch Bewuchs. Beim Hochwasser geht es eher darum, dass die linken Beispiele sind eher aus den Niederlanden, also aus einem Gebiet, wo es auch sehr stark um den Anstieg des Meeresspiegels geht. Rechts ist Ybbs, da geht es darum, dass man die Altstadt vor den Hochwassern der Donau schützt. Möchte. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Im Großen und Ganzen ist wichtig, dass man Möglichkeiten sucht, die mit der Natur konform gehen und nicht gegen die Natur gehen. Es gibt auch einen netten Plan, Faltplan, wo Anpassungsmöglichkeiten für Gemeinden dargestellt sind und auch Adressen, wo man sich erkundigen kann. Ich möchte nur auf das Problem der Versiegelung eingehen, weil das in Österreich ein wirkliches Problem ist und weil es an der Grenze zwischen Anpassung und Minderungsmaßnahmen steht. Bei der Anpassung geht es einfach darum, dass wir, je mehr wir versiegeln, desto wärmer wird es. Desto mehr werden wir in Österreich abhängig von Lebensmittelimporten, weil desto weniger Fläche steht für die Lebensmittelproduktion zur Verfügung. Und zugleich mindert es den Hochwasserschutz, weil es eben keine Versickerung ermöglicht, und das fördert Hochwässer und Überflutungen. Auf der Minderungsseite ist das Problem, dass die Kohlenstoffsenken verschwinden. Der Boden ist eine ganz wichtige Kohlenstoffsenke, und wenn ich ihn zubetoniere, kann er diese Funktion nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, je mehr wir zubetonieren, desto mehr müssen wir Emissionen reduzieren, weil die Natur uns nicht selber weiterhelfen kann. Damit kommen wir zum Reduzieren. Ich habe schon gesagt, umsteigen auf erneuerbare Energien, Effizienz steigern und Suffizienz beachten. Aber von der Wirksamkeit her muss man das Ganze umdrehen. Wie viel müssen wir eigentlich reduzieren? Und das kann die Wissenschaft erstaunlicherweise ziemlich genau sagen, weil wir wissen, dass der Temperaturanstieg, der globale Temperaturanstieg, ziemlich eindeutig zusammenhängt, mit ein bisschen einer Unsicherheit, aber doch relativ eindeutig zusammenhängt mit den Emissionen, die wir insgesamt in die Atmosphäre gebracht haben. Und wir sprechen da von dem, was wir noch in die Atmosphäre bringen dürfen, wenn wir die 1,5 Grad nicht überschreiten wollen, sprechen wir von dem Budget, das uns noch verbleibt. Also wir haben diese Fläche, die graue Fläche an CO2-Emissionen bereits verursacht, und das, was wir noch verursachen dürfen, wenn wir 1,5 Grad nicht überschreiten wollen, ist dieser blaue Teil hier, der bedeutet, dass wir bis 2030 global gesehen um die Hälfte die Emissionen reduzieren müssen, und bis 2050 müssen wir auf Null sein, absolut auf Null sein. Und das ist eine ganz gewaltige Herausforderung. Wenn wir das erreichen, dann werden wir die 1,5 Grad mit einer 50% Wahrscheinlichkeit nicht überschreiten. Also auch nicht sicher, sondern 50%. Nicht wahnsinnig viel. Ich glaube nicht, dass Sie in ein Flugzeug einsteigen, wo Sie mit 50% Wahrscheinlichkeit am anderen Ende heil ankommen. Aber es ist zumindest einmal ein Ansatzpunkt. Und wenn wir uns das für Österreich anschauen, dann sehen wir hier die blaue bzw. die gelbe Linie, je nachdem, ob man die Großemittenten dazu nimmt oder nicht, sehen wir unsere Entwicklung. Wir haben bis 2005
ziemliche Zunahme der Treibhausgasemissionen. Dann haben wir eine Phase gehabt, wo es reduziert wurde. Aber die letzten 10 Jahre sind wir ziemlich konstant auf einem relativ hohen Niveau. Es geht einmal ein bisschen rauf, ein bisschen runter, je nach Wetter oder auch, ob die Föst gerade einen Hochofen oder zwei ausgeschaltet hat zum Service. Und was die Bundesregierung in ihrem Programm stehen hat, dass sie 2040 CO2-neutral sein wollen. Und wenn wir uns anschauen, wenn wir das wirklich so machen, wie es hier eingezeichnet ist, jedes Jahr gleich viel reduzieren, dann ist das nicht konform mit dem Budget, das Österreich noch zur Verfügung steht. Wir brauchen nämlich dann 680 Millionen Tonnen und in der Realität haben wir, je nachdem, wie eng wir das sehen, also bei den 50% Wahrscheinlichkeit, haben wir ungefähr 380 Millionen Tonnen zur Verfügung. Das heißt, unser Verlauf müsste eigentlich eher so ausschauen wie diese Kurve. Und wenn jemand meint, das geht zu plötzlich hinunter, dann kann man ja natürlich auch eine andere Kurve versuchen, die die gleiche Fläche drunter hat, zum Beispiel die. Das ist am Anfang zwar langsamer, aber dafür haben wir da in der Mitte dann eine dramatische Abnahme, die wahrscheinlich nicht realisierbar ist. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als wirklich sehr rasch Emissionen zu reduzieren. Und das Schöne ist, das geht ja. Wir haben ja noch so viel Potenzial, das wir nicht ausgenutzt haben. Es gibt so viele leichte Möglichkeiten zu reduzieren, dass wir uns das durchaus, dass das durchaus vorstellbar ist. Im Übrigen hat das Deutsche, das oberste Gericht in Deutschland, hat der deutschen Bundesregierung sozusagen eine Kurve, die etwa so ausgeschaut hat wie die blaue, hat sie ihnen abgelehnt und hat gesagt, das geht nicht, weil die Menschen, die dann in diesem Steilstück drinstehen, also nach 2030, was dann an Emissionen und Reduktionen noch notwendig ist, ist zu stark, zu plötzlich, das schränkt die persönlichen Freiheiten zu stark ein. Man muss schneller anfangen. Die deutsche Bundesregierung hat darauf reagiert, nicht ausreichend, aber doch einen wesentlichen Schritt in die richtige Richtung getan. Ja, wer muss denn jetzt eigentlich handeln? Wir hören immer wieder, ja, nicht der Einzelne und umgekehrt aber auch nicht die Regierung, sondern die Einzelnen. Wer muss eigentlich handeln? Und das ist ein Streit um das Kaisers Bad, weil es müssen alle handeln. Jeder kann auf andere Weise handeln. Der Einzelne ist natürlich letzten Endes der, wo tatsächlich, oder die einzelne Firma, wo tatsächlich die Emissionen entstehen und nur dort kann man sie verhindern. Also wenn ich ins Auto steige, verursache ich Emissionen, wenn ich nicht hineinsteige, dann verursache ich keine. Das kann nicht auf einem Papier irgendwo am Ballhausplatz entschieden werden, sondern das wird im Auto entschieden. Aber damit ich nicht ins Auto steigen muss, brauche ich Rahmenbedingungen, die es mir möglich machen, ohne Auto auszukommen. Und für diese Rahmenbedingungen ist, je nachdem, um was es geht, eine höhere Ebene zuständig. Das kann die Gemeinde sein, das kann in manchen Fällen sogar die Firma sein oder die Einrichtung, für die man arbeitet. Es kann die Gemeinde sein, das kann der Bezirk sein, das kann das Land sein oder das kann der Staat sein, das kann auch die EU sein. Also je nachdem, worum es sich handelt, gibt es unterschiedliche Institutionen, die dafür maßgeblich sind. Die setzen Ziele und Rahmenbedingungen, um diese Ziele zu erreichen. Die Ziele sind im Wesentlichen gesetzt, von der UNO sowieso, von der EU auch. Auch von der österreichischen Bundesregierung und von den meisten Bundesländern sind sie auch gesetzt. Die Rahmenbedingungen stimmen noch nicht mit den Zielen überein. Also das ist eine ganz große Herausforderung, dass das noch geschafft wird. Es ist aber ganz wesentlich, dass die Maßnahmen, die man wählt, um die Ziele zu erreichen, dass die ausgeglichen sein müssen hinsichtlich Kosten und Nutzen. Also es kann nicht der eine die Kosten zahlen und der andere den Nutzen haben, sondern das muss irgendwie im Gesamten durchaus stimmig sein. Und es sollte partizipativ erarbeitet werden, das heißt, die Menschen, die betroffen sind, sollten mitreden können, weil man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, wie man zum Beispiel aus Fossilen aussteigt, ob man da mehr Wind oder mehr Photovoltaik nimmt. Das sind ja Sachen, über die man durchaus diskutieren kann und da gibt es nicht die allgemeine richtige Regeln. Das ist etwas, was jede Gemeinde, jede Firma, jeder Bezirk für sich erarbeiten sollte und da sollten die Menschen mit einbezogen werden. Das heißt, alle Ebenen müssen was tun und zusammenarbeiten beim Auffinden von Lösungen.
Angela Merkel hat 2021 bei den großen Überschwemmungen in Deutschland, die Deutschland und Nachbarregionen, die ungefähr 200 Menschenleben gekostet haben, hat sie gesagt, wir brauchen eine Volltransformation unserer Art des Wirtschaftens. Das heißt, wir müssen einfach anders, unsere Wirtschaft anders denken. Und damit hat sie vollkommen recht. Ich finde es immer schade, dass Politiker immer dann, wenn sie zurücktreten, die guten Ideen haben. Aber sie hat vollkommen recht damit. Und das Schöne daran ist, und das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig für unsere Jugend, das Schöne daran ist, dass wir, wenn wir die Änderungen richtig machen, dass wir dann in einer besseren Welt leben. Das heißt, es geht tatsächlich so, dass wir die Welt ein bisschen besser zurücklassen können, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und das Diesen Weg müssen wir erst finden, aber man kann in all diesen Bereichen, kann man sich Veränderungen vorstellen, die die Gesundheit fördern, die Lebensqualität in Summe fördern, wo es den Menschen dann besser geht, wo sie gleicher sind, wo weniger Unterschiede im Vermögen, im Einkommen ist, und zwar gilt das sowohl innerhalb der Staaten als auch zwischen den Staaten. Das heißt, man kann sich das alles, man kann daraus eine Vision machen, und diese Vision ist eben wirklich eine schöne Vision. Das heißt, es ist keine Verzichtsagenda, sondern es ist eine Gewinnagenda. Wir können, wenn wir Klimaschutz betreiben oder das Klimaproblem als Anlass nehmen, alles zu ändern, was ohnehin einer Änderung bedarf, dann können wir durchaus für alle ein besseres Leben schaffen. Worum geht es da? Zum Beispiel, dass wir in die Kreislaufwirtschaft umsteigen. Das ist ein Wort, das alle jetzt im Mund führen und wo es eigentlich Konsens gibt, dass wir den wollen. Ob alle sich wirklich überlegt haben, was es bedeutet, weiß ich nicht. Aber dass wir nicht in der Kreislaufwirtschaft sind, ist hier vollkommen klar. Wenn man sich das anschaut, innerhalb der EU im Jahr 2014, eine aktuellere Grafik habe ich nicht bei der Hand gehabt, das sind ungefähr 10%, es hat sich nicht viel geändert, ungefähr 10% des Materialflusses, also von Materialien, die in die ganze Wirtschaft hineinlaufen, werden tatsächlich im Kreis geführt. Alle anderen kommen früher oder später sozusagen auf den Müll. Das heißt, das ist eine ungeheure Vergeudung. Und wenn man sich vielleicht etwas, was auch für die Jugend interessant ist, wenn man sich das Gewand anschaut, das ist ungefähr gleich. Ungefähr nur 10% der Kleidung wird tatsächlich irgendwie wiederverwertet. Der Rest wird verbrannt, zu Papier verarbeitet und sonst was, obwohl es in Wirklichkeit ein viel wertvollerer Rohstoff ist, als wir für Zeitungspapier brauchen. Bei der Mobilität zum Beispiel wäre so eine Veränderung, die notwendig wäre, dass wir eben weniger mit dem Auto fahren und mehr zu Fuß mit dem Rad und mit Öffis fahren. Das bedeutet gesunde Bewegung, dabei auch Stressabbau. Wenn man in den Öffentlichen ist, Zeit zu lesen, man hat mehr soziale Kontakte, man kommt mit Leuten ins Gespräch. Die Luft profitiert, weil wir weniger Schadstoffe in der Luft haben, wir haben weniger Lärm. Wir haben einen sichereren Schulweg, das heißt, Kinder können auch allein in die Schule gehen, dort, wo sie jetzt mit dem Auto hingeführt werden, was den Autoverkehr so anheizt, dass alle mit dem Auto fahren müssen, weil sonst die wenigen, die doch gehen, zu gefährdet sind. Wir hätten mehr Platz, weniger Kosten, im Siedlungsgebiet mehr Platz für Grün, weniger Hitze, mehr Ruhe. Das heißt, das alles kann Klimaschutz bringen. Wie gesagt, es ist nicht alles für jeden Ort gleich, aber vom Prinzip her, und das gilt natürlich insbesondere für Städte, kann man hier sehr viel machen. Ernährung ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir können, wenn wir regional, saisonal, biologisch essen und fleischärmer essen, dann sind wir einfach gesünder, wird jeder Arzt bestätigen, weil wir weniger Gifte, Antibiotika und unerwünschte Hormone zu uns nehmen. In der Regel schmeckt es besser, weil wenn man etwas isst, was am Feld gereift ist oder am Baum gereift ist, das ist was anderes, wie wenn es einer künstlichen Reifung unterzogen wird. Es reduziert Tierleid, unsere Böden können gesunden, und wenn unsere Böden gesunden, dann haben unsere Landwirte eine sicherere Ernte, weil sie nicht so abhängig sind, ob es zu trocken oder zu nass ist, weil ein gesunder Boden einfach eine Schwammfunktion hat und also sowohl zu viel Regen aufnehmen kann, als auch zu wenig Regen bis zu einem gewissen Grad kompensieren kann. Und es nützt dem Klima. Wir können von 40 bis 70% weniger Treibhausgase haben. Das heißt, rundum positive Auswirkungen. Wir müssen uns nur umstellen.
Die Umstellung ist das, was vielleicht das Problem ist. Ja, darüber hinaus gibt es sozusagen viele Aspekte dieser Transformation, die notwendig sind, aber im Wesentlichen sind das Sachen, wo wir zum Beispiel Werte neu diskutieren müssen. Was ist uns wirklich wichtig und auf was können wir locker verzichten oder was sind wir sogar froh, wenn es weg ist? Ich habe hier ein paar Beispiele aufgezählt, aber das sind sozusagen zwei wesentliche Punkte, die Wissenschaftler abgeleitet haben, die sich angeschaut haben, woran sind Zivilisationen zugrunde gegangen. Und das eine ist, dass sie an Werten festgehalten haben, die nicht mehr zeitgemäß waren, die sich nicht mehr leisten konnten. Und das andere ist, dass sie zu kurzfristig gedacht haben. Und leider ist das kurzfristige Denken auch bei uns ein Problem. Wir brauchen Konzepte, die über die Legislaturperiode hinausgehen. Das heißt, wir brauchen parteiübergreifende Konzepte, die dann unabhängig davon sind, wer die Wahl gewinnt. Dieses grundlegende Konzept wird weiter verfolgt. Und wir brauchen auch in der Wirtschaft langfristige Entwicklungsziele statt Quartalsberichten. Und das ist natürlich nicht etwas, was so einfach passiert, sondern das ist eigentlich ein Kulturwandel. Das ist etwas, was wir bewusst anstreben müssen, um hier Veränderungen herbeizuführen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum geschieht so wenig? Naja, auf der individuellen Ebene kann man sich jeder selber fragen, warum tue ich noch dies oder jenes, was ich eigentlich weiß, das nicht mehr wirklich passend ist. Da hat sehr viel mit Bequemlichkeit zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, dass ich dazugehören will. Also alle anderen in meinem Freundeskreis machen das auch. Die haben auch jedes Jahr ein neues Handy. Jetzt brauche ich auch ein neues Handy. Es gehört auch Unwissen dazu, dass man gar nicht weiß, was da alles dahinter steht, hinter meinen Handlungen. Aber wir haben auf jeden Fall an die 1000 Ausreden, warum wir da nichts verändern können. Also das müssen wir irgendwie überwinden. Und dann kann man natürlich auch bei anderen Bereichen, der Schule zum Beispiel oder in Gemeinden anschauen, das sind natürlich Umstellungskosten, das sind auch Kurzfristigkeiten, das sind eben auch die Rahmenbedingungen, die oft nicht passen. Und bei der Staatsebene ist es eben durchaus das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem und auch wieder dieses kurzfristige Denken und die Werthaltungen. Ja, was kann man selber konkret tun? Naja, da gibt es so mehrere Kategorien und ich fange gerne beim Einkaufen an, weil das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eben nur kauft, was man wirklich braucht und wann man es braucht. Das heißt, beim Essen regional, saisonal Bioprodukte haben wir schon besprochen, aber auch sonst regionale Produkte kaufen, nicht nur, weil der Transportweg wegfällt. Der Transportweg ist oft nicht das Entscheidende bei der CO2-Produktion, sondern eher darum, dass man die Resilienz in der Region stärkt, dass man im Krisenfall dann wirklich in der Region alles hat, was man braucht. Und ich kann nicht erwarten, dass ein Bäcker im Ort bleibt, wenn ich das Brot nie beim Bäcker kaufe. Wenn ich das nur dann will, wenn irgendwie die Straße unterbrochen ist. Dafür kann kein Bäcker sozusagen zur Verfügung stehen, sondern der muss einen regelmäßigen Umsatz haben. Und das geht nicht nur fürs Brot so. Gilt auch für den Schuster oder was immer. Also bewusster einkaufen und haltbare, reparierbare Produkte kaufen. Heißt nicht, dass man nicht auch einmal etwas kaufen muss, einfach weil es einem Freude macht, aber man soll halt mit Maß und Ziel hier vorgehen. Beim Wohnen kann man unheimlich viel sparen, das fängt an beim Deckel drauf, beim Kochen, kürzer heißt duschen, die Heizung herunterdrehen, Stoßlüften, statt das Fenster ständig gekippt offen zu halten, Licht abschalten, wenn man nicht im Raum ist, Standby abschalten. Und natürlich im größeren Stil dann investieren in Wärmedämmung und wenn man das Haus oder die Wohnung einigermaßen gedämmt hat, sich dann um erneuerbare Energien kümmern. Ja, und gesünder bewegen, haben wir schon angesprochen, brauche ich jetzt nicht besonders ausführen. Und es geht natürlich auch darum, Informationen zu verbreiten. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen noch wenig Information haben über Klimawandel und über klimabewusstes Leben, über Nachhaltigkeit. Also das ist durchaus etwas, wo man sich auch engagieren kann. Und natürlich ist wichtig, dass man das nicht immer aufschiebt, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, sondern wirklich gleich etwas macht. Ja, die Schule werden wir jetzt auslassen. Und noch einen Beitrag oder einen Hinweis für die Jugend, aber nicht nur für die Jugend. Die Jugend ist froh um jede Unterstützung.
Es findet nicht weit von jetzt, also am 23. September, findet der nächste große weltweite Klimastreik statt. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich beteiligt, dass man mitgeht, dass man der Politik zeigt, dass die Bevölkerung die Veränderung wünscht und dass wir endlich die Klimamaßnahmen haben wollen, die wir brauchen, damit wir ein gutes Leben auch noch in der Zukunft haben werden. Und da gibt es viele, die sagen, naja, das ist nicht meine Sache, so auf die Straße gehen und so, das ist ja eigentlich, ist das überhaupt in Ordnung? Da kann ich nur sagen, die Verbesserungen, die wir in den letzten Jahrzehnten, letzten Jahrhunderten erreicht haben, die sozialen Verbesserungen, die sind immer gegen die Mächtigen erkämpft worden und immer oder sehr häufig auf der Straße. Das heißt, die Demonstration, das Recht zu demonstrieren, allein das Recht zu demonstrieren, ist erst erkämpft worden. Das ist auch nicht so, dass der Kaiser gesagt hat, ja, jetzt seid ihr reif, mein Volk, jetzt dürft ihr demonstrieren gehen, sondern das haben Menschen gefordert und haben ihr Leben sogar eingesetzt dafür, damit sie sich versammeln dürfen, damit sie sagen dürfen, was sie für richtig halten und damit sie demonstrieren dürfen. Das allgemeine Wahlrecht für Männer ist erst 1907 gekommen, das für Frauen erst 1918. Und alle diese Rechte, die wir jetzt haben, sind erkämpft worden. Sie sind alle nicht einfach von weisen Herrschenden verkündet worden. Und das geht natürlich auch für andere Bereiche. Das heißt, wir dürfen uns einfach nicht darauf verlassen, dass wir eine gescheite Regierung haben und die wird schon richtig machen. Wir müssen zum Ausdruck bringen, was wir glauben, was notwendig ist. Und im Fall vom Klimawandel sehen wir schon, dass 30 Jahre lang viel zu wenig passiert ist. Auch jetzt passiert noch viel zu wenig, wie ich, glaube ich, am Anfang gezeigt habe. Das heißt, wir müssen das fordern, wir müssen das einfordern und wir haben ein Recht darauf, das einzufordern. Klimawandel ist aber nur ein Teil des Problems, deswegen ist ja auch die Volltransformation unserer Art des Wirtschaftens notwendig, weil es geht ja im Grunde genommen um mehr als um die Klimaproblematik. Die Klimaproblematik ist vielleicht nur so die Speerspitze des Problems. Und es geht um die nachhaltigen Entwicklungsziele, die die UNO erarbeitet hat, also auch mit allen Staaten gemeinsam erarbeitet hat und die auch Österreich unterschrieben hat. Und dabei geht es, wir haben zwar 17 Ziele, aber letzten Endes geht es nur um zwei große Vorhaben, nämlich ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Das meint alle Menschen, die jetzt leben auf der ganzen Welt, als auch die zukünftigen Generationen. Ein gutes Leben für alle unter Einhaltung der Grenzen, die unser Planet setzt, der ökologischen Grenzen, also zum Beispiel das, was das Klima noch verträgt. Und die Herausforderung ist, diese beiden Sachen gleichzeitig zu verfolgen und nicht zu sagen, zuerst schaue ich, dass es den Menschen gut geht und dann kümmern wir uns ums Klima. Das geht sich nicht mehr aus, ist die eine Aspekt. Der andere ist, wenn wir es gleichzeitig tun, haben wir viel mehr Möglichkeiten, weil manche Sachen, die man nicht täte, nur des Klimas wegen, weil sie zu teuer sind oder zu aufwendig sind, und die man auch nicht täte, nur des Wohlergehens wegen, wenn man sie gemeinsam verbindet, dann ist es durchaus etwas Machbares. Und in diesen nachhaltigen Entwicklungszielen ist eben die Klimakrise eines der 17 Ziele. Ja, das werden wir entlassen. Ich zitiere jetzt zum Schluss noch Greta Thunberg, die sagt, solange wir uns auf das politisch Mögliche konzentrieren, statt auf das Notwendige, werden wir das Problem nicht lösen. Das heißt, es geht nicht darum, darüber nachzudenken und das gilt nicht nur für die Politik, das gilt auch für den Einzelnen, das gilt auch für die Firma. Es geht nicht darum, darüber nachzudenken, was wäre denn jetzt noch leicht, was könnte ich jetzt noch leicht machen, sondern es geht darum, darüber nachzudenken, wie kann ich bis 2030 und meine Emissionen mindestens halbiert haben und wie kann ich bis 2040 ohne Emissionen auskommen? Und was ist notwendig, damit ich das erreiche? Das ist ein ganz anderes Denken, als zu schauen, was geht denn jetzt als nächstes leicht. Das heißt, dieses Denken brauchen wir und das brauchen wir in allen Bereichen. Die Voraussetzungen insgesamt für Klimaschutz sind besser, als sie je waren. Wir haben auf der politischen Ebene ganz klare Bekenntnisse, wir haben definierte Ziele, wir haben eine Wirtschaft, die zunehmend merkt, dass sie tatsächlich umstellen muss. Das ist auf der internationalen Ebene noch stärker als in Österreich. Wir haben Rechtsprechung, die sich zunehmend entwickelt, der Rechtsprechung, die zunehmend Staaten, aber auch Firmen verurteilt, die zu wenig für den Klimaschutz tun.
Wir haben in der Bevölkerung ein zunehmendes Bewusstsein, insbesondere bei der Jugend. Und wie ich am Anfang gesagt habe, die diversen Krisen, in denen wir jetzt drinstecken, die sind auch Chancen. Krisen sind immer auch Chancen. Wir müssen aber dabei uns wirklich, und das ist eine Grafik aus dem letzten Sachstandsbericht des Weltklimarates, wir müssen bedenken, dass sozusagen jede Entscheidung, und sei sie noch so klein, uns auf den einen Weg oder auf den anderen Weg führt. In dem Fall ist das umgedreht, oben ist sozusagen das wünschenswerte Ziel, unten ist das, was passiert, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Das heißt, die Herausforderung ist wirklich bei jeder Entscheidung, soll ich halt mit dem Auto fahren oder nicht, muss ich mit dem Auto fahren, kann ich nicht auch mit dem Fahrrad fahren, will ich wirklich ein Schnitzel essen oder kann ich nicht auch heute irgendein Gemüse essen stattdessen. Jede einzelne Entscheidung trägt dazu bei, ob wir in die eine Richtung oder die andere Richtung gehen und natürlich auch größere Entscheidungen wie, welche Partei wähle ich oder was immer. Was tue ich? Wie komme ich durch diesen Winter? Mit welcher Art von Heizung? Oder eben, was kann ich machen, damit es im Winter warm ist, auch wenn ich wenig habe? Aber ich muss ja nicht jedes Zimmer heizen zum Beispiel. Also jede dieser Entscheidungen trägt bei zu dem einen Pfad oder zum anderen Pfad. Und das gilt für den Einzelnen, für die Firmen, aber das gilt natürlich in ganz großem Maße auch für die Politik. Wenn Sie mehr über diese Sachen wissen wollen, es gibt eine Fülle von Literatur, von Dokumenten dazu, auf dem Internet, gratis herunterladbar. Einerseits auf der EU, also auf der internationalen Ebene, die Berichte des Weltklimarates, aber auch auf der österreichischen Ebene. Das zuletzt erschienene ist ein Optionenbericht, den ungefähr 15 Universitäten gemeinsam verfasst haben. Wie kann Österreich die nachhaltigen Entwicklungsziele umsetzen? Mit einer Fülle von Vorschlägen, was man alles tun könnte. Und ich bin sicher, da ist auch was dabei, was die Gemeinde machen könnte. Es ist sehr viel dabei, was die Regierung machen sollte. Und es sind Anregungen auch, was man selber dazu beitragen kann, wenn man die Transformation voranbringen möchte, die gebraucht ist. Diese Information ist verfügbar. Und ich danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön. Applaus